ein wiedergeborener Christ verloren gehen? Was hat die Lästerung gegen den Heiligen Geist damit zu tun? Gibt es das heute noch und kann das ein wiedergeborener Christ? Definitiv nicht. Was war der Anlass der Lästerung? Jesus Christus hat öffentlich und persönlich in der Kraft des Heiligen Geistes ein Zeichen getan. Christus hat viele Zeichen und Wunder getan für die Juden, um insbesondere den Juden seine Messianität und seine Botschaft zu bekräftigen und zu bestätigen. In diesem Fall bestand das Zeichen in der Heilung einer Person durch eine Dämonenaustreibung. Diese Art von Zeichen, die Christus persönlich tut zur Bestätigung seiner Messianität, die gibt es heute gar nicht mehr. Wer waren die Lästerer? Die Lästerer waren ungläubige Juden, in dem Fall Pharisäer, die Christus durch und durch hassten. Sie lästerten, lästern heißt etwas Böses auszusprechen, sie lästerten in der Grundhaltung der Verwerfung der Person Jesu Christi. Das waren keine Gläubigen oder Nachfolger oder Jünger Jesu, sondern Ungläubige. Die Lästerung gegen den Geist steht nie im Zusammenhang mit Gläubigen. Worin bestand die Lästerung? Jesus Christus tat dieses Zeichen in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber diese Lästerer behaupteten, Jesus Christus würde das in der Kraft des obersten Dämones tun, also des Teufels selbst. Damit lästerten sie nicht gegen Christus, sondern sie lästerten gegen den Heiligen Geist. Denn Christus tat es in der Kraft des Heiligen Geistes und damit bezeichneten sie den Heiligen Geist als Teufel selbst. Und das ist Lästerung. Jesus Christus spricht hier nicht von der Sünde gegen den Heiligen Geist, denn jede Sünde ist gegen Gott gerichtet und damit auch gegen den Heiligen Geist gerichtet, jede Sünde, sondern er spricht hier explizit von der Lästerung gegen den Geist, in dem Fall, wenn der Geist als Teufel bezeichnet wird. Was sind die Folgen dieser Lästerung? Christus sagt, diese Lästerung kann nicht vergeben werden. Es ist die Unvergebbarkeit in Ewigkeit. Sie kann nicht vergeben werden. Und nun nennt er zwei Zeiträume, in denen diese Lästerung ausgesprochen werden kann. Er spricht von diesem Zeitalter, das war also die Zeit, als er auf der Erde war, und vom zukünftigen Zeitalter, das ist das tausendjährige Reich. In diesen Zeiträumen kann gegen den Geist gelästert werden. Und diese Zeiträume, also heilsgeschichtliche Epochen, die haben zwei Gemeinsamkeiten. Erstens, Jesus Christus selbst ist auf der Erde, das ist auch im tausendjährigen Reich, er ist selbst zugegen, persönlich. Und zweitens, er ist in seiner Messianität gegenüber den Juden auf der Erde. Auch das wird im tausendjährigen Reich so sein. Und das heißt, in dem heutigen Zeitalter, das ist die Zeit der Gnade zwischen Pfingsten und der Entrückung, gibt es scheinbar diese Lästerung gegen den Geist gar nicht, sondern er muss selbst zugegen sein, Christus, er muss die Zeichen tun können und er muss in Bezug auf die Juden als Messias auf der Erde sein. Das sind die Voraussetzungen.